Der 16-jährige Dario ist ganz neu in die Splashdiving-Nationalmannschaft aufgenommen worden. Nun will er zu seinem ersten großen Splashdiving-Wettkampf, der Weltmeisterschaft in Sindelfingen. 3 Wochen vor der WM. Dario trainiert täglich. Ich habe einen Plan bekommen, wo ich halt so verschiedene Aufgaben im Trockenen und im Nassen habe. Und die versuche ich gerade. Dario soll mit Handstand-Push-Ups seine Armkraft stärken. Und so trainiert er die Sprungkraft. 1,5 Meter rückwärts oder mehrere Stufen die Treppe hoch. Dario soll auch seine Sprünge ins Wasser weiter verbessern. Außerdem natürlich die Splashdiving-Eintauchfiguren, die Splashdowns. Wie das Brett oder das offene Brett. Und die Katze. Ich mache jetzt einen Yuri Kenball. Das heißt, ich muss so im Wasser landen. Die Splashdowns müssen natürlich auch von größerer Höhe sitzen. Also hoch auf den Dreier und runter mit Rückwärtssalto ins Brett. Fehlt noch der Zehner. Hier braucht man vorm Sprung nochmal besonders viel Konzentration. Ich stelle mich oben an die Kante, gehe dann den Sprung einmal im Kopf durch und springe dann ab. Ich fühle mich gut auf die WM vorbereitet, die Sprünge sitzen, die Splashdowns klappen. Der Weltcup in Sindelfingen, erster Wettkampftag. Die Lufttemperatur liegt unter 20 Grad, ziemlich kalt. Aber meine Motivation ist trotz schlechtem Wetter vorhanden. Ich versuche trotzdem mein Bestes und mal schauen, was bei dem Wetter kommt. 4-mal darf Dario im Wettkampf springen. Erstmal probiert er noch. Also der erste Sprung ist ein offenes Brett. Das Schwierige dabei ist, dass es mit am meisten wehtut. Also den Schmerz nachzuurteilen, hat sehr gut geklappt. Ich habe mir das Open Board für den ersten Sprung ausgesucht und das normale Brett für die nächsten 3 Sprünge, weil das hier hat halt mit den höchsten Schwierigkeitsgrad und die Landung kann man relativ gut kontrollieren. Dario hat sich eine Strategie überlegt. Ein Doppelrückwärts im Layout. Eine Überstreckung in so eine Art Hohlkreuz nennt sich Layout. Der dritte Sprung ist ein Doppelsalto 1,5 Schrauben. Also ich gehe mit 3 Sprüngen auf Safety, weil die sitzen, die kann ich. Und mit 1 Sprung auf Risiko, dass ich dann noch mit hohem Schwierigkeitsgrad am Ende noch Punkte holen kann. Und dieser Risikosprung ist ein Doppelsalto mit 2,5 Schrauben. Den habe ich noch nie wirklich gemacht. Den Sprung nennt man auch Full Randy. Er bringt viele Punkte, wenn er gelingt. Also die Vorbereitungen haben gut geklappt. Ich habe jetzt nicht bei jedem Sprung das Brett durchgezogen, weil es einfach zu weh tut. Das hebe ich mir gleich für den Wettkampf auf. Und ich bin froh, dass der Full Randy geklappt hat, weil ich habe den noch nie gemacht. Deswegen bin ich sehr froh, dass der geklappt hat. Der Wettkampf beginnt. Neoprenanzüge zum Schutz der Haut sind ab jetzt verboten. Darios Konkurrenten legen vor. Jetzt ist Dario selbst dran. Sehr schöner Sprung. Ich habe richtig Lust, jetzt hier mitzumachen. Und ich muss jetzt hoch. Aua, das hat geplatscht. Der Stadionsprecher ist begeistert. Wie wertet die Jury? 8,5, 9, noch eine 9, 9,5, 9,5, 9,5. Damit liegt der Dario liegt nahe an der Höchstwertung 10, aber auch seine Konkurrenten springen gut. Ah,
Also wie ich das jetzt so sehe, kriegen sehr viele hier auf ihre Bretter eine 10 und eine 9. Von daher wird es auf jeden Fall schwer. Das entscheidet sich dann halt jetzt mit den Sprüngen mit Tricks davor. Dario ist wieder dran. Zweiter Sprung. Der Doppelrückwärtssalto im Layout und Landung im Brett. Da gibt's ordentlich Punkte für. Also bis jetzt läuft es relativ gut und wenn die anderen Sprünge genauso klappen wie die ersten beiden, dann sind die Chancen relativ hoch, ins Finale zu kommen. Dritter Sprung, Doppelsalto mit anderthalb Schrauben. Also der Sprung hat richtig gut geklappt. Ich habe nur 9 und 9,5 bekommen, ich bin richtig zufrieden. Wenn der letzte jetzt auch noch so wird, dann bin ich richtig zufrieden mit dem Wettkampf. Und er hat nicht mal wehgetan. Naja, das war wohl eher ironisch gemeint. Vierter Sprung. Der Doppelsalto mit 2,5 Schrauben. Nur ein einziges Mal hat Dario diesen Sprung bisher probiert. Volles Risiko. Ich hoffe, der wird so wie im Einspringen, weil da war der richtig gut. Und wenn der klappt, dann Schwierigkeitsgrad ist hoch. Der Sprung macht Spaß und ich hoffe, ich kriege hohe Punkte drauf. Die Null. Das bedeutet, der Sprung ist ungültig, denn Dario hat bei seiner Landung nicht den 90-Grad-Winkel vom Brett eingehalten. Volles Risiko war anscheinend zu viel Risiko. Der Sprung an sich hat gut geklappt, nur am Ende dann die Landung hatte ich halt zu viel Rotation und dann wurde es aus dem Brett halt, bin ich zu weit in die Achse gegangen und habe dann leider kein Brett mehr bekommen. Also es war auf jeden Fall eine gute Erfahrung. Die ersten drei Sprünge haben auch super geklappt, damit war ich richtig zufrieden. Das war eh mein schwierigster Sprung, deswegen habe ich schon gedacht, dass er jetzt nicht so gut wird. Deswegen abhaken nächstes Jahr wieder und ich habe erst ein Jahr zu trainieren. Dann die Überraschung. Trotz des Patzers darf Dario ins Finale und könnte es sogar auf Siegertreppchen schaffen. Also anscheinend waren meine ersten drei Sprünge so gut, dass es gereicht hat für ins Finale, obwohl der letzte halt komplett schlecht war. Aber anscheinend hat es gereicht. Inzwischen regnet und windet es auch noch. Dario will trotzdem alles geben. Hier, Finale ist jetzt jeder volles Risiko, einfach jeder voll drauf und so hochspritzen wie möglich. Ich freue mich nur noch nicht so ganz auf die Schmerzen. Dario springt die gleichen Sprünge wie im Vorkampf. Los geht's mit einem offenen Brett. Diesmal bringt es nicht so viele Punkte. Aber es hat ganz schön wehgetan. Und die 6, die 5, die 7,5 und die 6. Und auch der nächste Sprung bringt keine guten Bewertungen. Das heißt, etwas überdreht. 2,5, 2,5. Darios Konkurrenten sammeln mehr Punkte ein. Sprung 3, der Doppelsalto mit anderthalb Schrauben. Mit dem konnte Dario im Vorkampf viele Punkte sammeln. Im Finale leider nicht. Der Kampfrichter wertet den Sprung ungültig. Der Sprung ist jetzt schiefgelaufen, weil ich im Brett die Beine so hatte und das dann halt als Null gezählt wurde. Den letzten Sprung muss ich jetzt auch nur Null machen, weil bei dem Wetter, ich kann mich gerade gar nicht richtig bewegen, deswegen mache ich jetzt einfach einen Fußsprung. Einen Fußsprung, denn jetzt kommt es nicht mehr darauf an, einen Splashdown zu zeigen. Da schont Dario lieber seine Beine. So, ich bin das nicht so ganz erkannt, aber ich konnte nicht so schnell mitziehen. Den Sprung mache ich dann nächstes Jahr, wenn es gutes Wetter ist oder wenn es richtig gut läuft, noch mit dem Salto oder Schraube mehr. Die WM hat Dario zwar nicht gewonnen, dafür aber jede Menge neue Erfahrungen gesammelt.